Servus, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut. Unsere Daily Dosis Arg mit dem Voucher und mit dem Alderle. Ihr seht schon, ich bin angespannt. Sorry übrigens fürs abrupte Abstoppen gestern. Ich hatte eigentlich geplant, die Aufnahmesession zu beenden mit dem gestrigen Clip. Zu beenden. Und dann hat sich das natürlich hier so ergeben, dass wir nicht fertig geworden sind. Und dass wir jetzt hier verschiedene Gefahrenquellen auf uns zukommen. Zum Beispiel da vorne der Rex. Ich bin tierisch angespannt, Leute. Ich versuche, den Rex wegzupullen, bevor es Nacht wird. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie dieses Spiel ein Lehrmeister des Lebens sein kann. So wird ein Problem plötzlich hintergründig. Guck mal. Ah, durch das, dass wir die Hyänen gemacht haben, ne? Ja, dann würde ich sagen, Diggerle, kriegst du nochmal auf Ausdauer. Nochmal auf Ausdauer. Jetzt holst du den Rex da vorne am Strand. Oder lass den mal, solange der so läuft. Ne? Das Problem Hammelfleisch tritt in den Hintergrund. Der Rex ist das erste größere Problem jetzt hier. Ist doch ein Rex, oder? Nicht, dass ich schon wieder einen Knick in der Optik habe. Das ist schon einer. Und das ist das Mädle, wo da oben runtergeflogen ist jetzt. Ich muss da ein bisschen einschreiten. Ich habe echt Angst, dass es jetzt Nacht wird und der dann so langsam sich dahin trollt. Zu unserem Agentavis. So. Begrüßt habe ich euch aber, oder? Ich bin natürlich tierisch angespannt jetzt. Meine kompletten Pläne sind hier durcheinander. Wir dürfen jetzt nur die Ausdauer hier nicht außer Acht lassen. So. Ich muss ihn halt irgendwie gucken, dass ich noch... Nein, nicht schon wieder, ihr kleinen Mistdinger. Was hat er mir wieder geklaut jetzt? Oh, ich hasse die sowas von, die kleinen Dinger. Ich panik hier vor einem Rex rum. Und die kommen mir mit so... Boah, Alterle. Der brüllt schon mal anders wie unsere Allosaurier, oder? Wow, auf den Tag bin ich echt schon tierisch gespannt, wenn wir uns den holen werden. Das wird super. Das wird super, da habe ich ja jetzt schon die Bucks voll. Das wird geil, aber wenn wir dann haben und reiten werden, Leute. Okay, ich muss nochmal ran. Ich muss nochmal ran an die Maus. Hallo. Ich will den Brüller gar nicht spüren. Wo ist er denn? Da hinten kommt er rum. Boah. Wahnsinn. Guck dir das. Hau ab, Möwe. Ich habe gerade andere Probleme. Nur mal so nebenbei. Geh mal kurz hier runter. Du musst bestimmt Energie tanken. Und hau halt rechtzeitig ab. Der kommt nämlich jetzt jeden Moment da hinten ums Eck. Guck mal, der kann sogar klettern. Wow. Ja, da hätte ich auch gekackt, Transporter. Ohne Witz, aber eine Riesenwurst. Wir gehen hoch zu ihm. Ich will den ins Wasser locken. Wo ist denn der jetzt? Guck mal, der hat sich auch versteckt hier. Seht, der hat sich hier versteckelt. Boah, ich habe einen Riesenriss. Nee, 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 nee. Du kommst mir zu nah an meinen Agi. Guck mal, hier bin ich. Weiß nicht, ob das so toll ist, dem noch zu sagen, wo wir sind. Gott, ist das ein absolut imposantes Tier, Leute. Und der Angriff der Möwe kam genau zur rechten Zeit. Was ist denn das der Atem, den der ausstrahlt hier? Ich könnte mir gut... Ah, die Möwe, weißt du? Die hört jetzt aber auch nicht auf. Jetzt bist du fällig. Kampf der Titanen, du nicht. Ja, ja, du hast mir auch mein Hammelfleisch geklaut. Das warst schon du. Klau dir Tintobär. Ja, die kannst du haben. Oh, und ich verliere die Ausdauer und lauf dem Re ich lauf Gefahr halt, ne? Dass ich dem Rex jetzt gleich ins Maul fliege. Ich muss halt gucken, dass der das wieder rumdreht. Alter, und jetzt wird es gleich dunkel. Ich sehe ihn halt nicht mehr. Das ist gerade überhaupt nicht lustig. Der Transporter stummt halt vor. Ich bin auch dabei. Digga, ich sehe ihn nirgends. Ah, die Möwen, die machen es dir halt zusätzlich gerade schwer. Geh mal ein bisschen in die Luft. Ganz kurz. Und ziehen wir mal unsere Rüstung kurz an, mein Freund. Die da, die da. Nicht, dass der auch noch Rüstung klaut, der Vogel. Dem traue ich es zu. So, jetzt müssen wir uns in Sicherheit bringen vor der Nacht. Ich sehe den jetzt nicht mehr, Leute. Der wird irgendwo da unten unterwegs sein. Jo, und es wird dunkel. Wir überlassen das jetzt der Natur, Leute. Hilft jetzt ja nichts. Wir überlassen das der Natur. Da vorne war ich schon mal sicher eine Nacht. Da fliegen wir jetzt hin. Ich mache wahrscheinlich einen Schnitt. Machen wir einen Schnitt in der Nacht oder wollt ihr dabei bleiben? So lange sind die Nächte bei mir ja nicht. Ich kauere mich jetzt halt auf den Felsen. Nee, wir machen es jetzt durch. Wir machen es jetzt durch. War eh nicht geplant, dass ich die Session schon jetzt hinten dran hänge, diesen Clip. Ich muss ja auch gucken, dass ich das zeitlich dann verarbeitet kriege. Und wenn ich dann noch schneiden muss, wird es nichts. So, mach mal die Laterne raus. Jawohl, ja.
So, Hallöle. Wie sieht's aus mit Essen, Trinken? Hunger hat er? Haben sie dir die Bären geklaut? Hunger hat er und ich gebe ihm Trinken. So bin ich zu ihm. Ich hoffe, dass der Rex sich jetzt halt da vorne aufhält. Und dass wir morgen früh unseren Argentavis da vorne abholen können, ne? Ah. Wenn ich jetzt wüsste, ich kenne mich halt hier null aus. Sonst würde ich sagen, wir fliegen kurz da hoch zur Ruine. Können wir eigentlich machen. Solange wir in der Luft sind und ein bisschen aufpassen. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwo so ein Schaf, ne? Komm mal mit. Wir tänzeln uns mal langsam gemütlich an die Ruinen ran. Wie viel Uhr haben wir? Ja, das geht recht schnell jetzt mit der Nacht. Und dann gehen wir rüber und schauen nach ihm. Was sind das für Streifen hier? Mach die Streifen weg. Die sind ja furchtbar. Liederlich. Keine Loot-Drops heute. Ah, doch, da hinten. Aber das ist mal zu weit weg. Komm, ganz grob habe ich es noch im Gespür, wo die Ruinen waren. Die waren da oben. Da fliegen wir jetzt einfach mal hin. Na, flieg mal so ein bisschen höher, dass ich unten drunter durchschauen kann. Da oben ist doch ein Felsen. Da gehen wir jetzt hin. Alter Schwede, was eine Aktion, Leute. Für eine spontane, ich hole mir mal geschwind ein Transporterflugtier, ne? Was wir jetzt alles gesehen haben hier. Wahnsinnsecke. Ohne Witz. Hier würde ich gerne ganz am Rand kurz anhalten. Wenn du so ein Sonar, so ein Sonar wäre nicht schlecht. Ein Achtung, gefährliches Raubtier so nah. Das ist jetzt halt super gefährlich hier, ne? Geschwind mal zu landen. Wie viel Uhr haben wir? Ja, es ist schon zwei. Im Moment sehe ich natürlich die Ruinen jetzt hier nirgends. Doch, da oben sind sie. Da fliegen wir jetzt hin, Leute. Da kreist aber irgendwas um die Ruinen rum. Das ist eine Aktion. Mitten in der Nacht mit dem Voucher. Ich habe gerade gedacht, die Kamera ist aus. Ich gucke gerade rüber und sehe nichts. Und denke, oh oh. Ja, komm, wir machen dann auf den Ruinen oben. Begrüßen wir den neuen Tag. Oh, hier ist es auch schon ein bisschen kühler gleich. Sehr schön. Habt mal gelandet, ohne zu wissen, was sich hier erwartet. Ne? Es ist halt einfach nicht ideal. So, Leute. Noch ein paar Sekündchen, dann haben wir's. Dann wissen wir auch, wo wir sind. Dann schauen wir hier nach Schafen, gehen nochmal rüber. Was war das für ein Geräusch? Ist das unser Transporter, der aus dem letzten Löchle pfeift gerade? Schön außenrum, jawohl. Düm, düm, düm. Boah, die Schneeberge im Hintergrund, Leute, die da gerade. Mach mal die Fackel weg. Gut, da sieht man es noch weniger jetzt. Wenn ich jetzt hier auf der Map bin, muss ich mal direkt gucken. Wow. Wow, wir sind ja nur 2 Meter reingeflogen. Sieht man das auch? Ja, sieht man. Leute, ist das der Hammer? Boah, ist das der Hammer. Hier, guck dir das mal an da drüben. Will ich alles noch entdecken. Jedes Fleckchen will ich hier entdecken auf der Map. Dieser Baum da drüben, Leute. Dieser Baum, der gibt mir das Gefühl. Komm mal rüber. Ob da nicht irgendwo ein Schäfchen spawnt. Ist das eine Schlucht? Müssen wir auch kurz reingucken. Die hab ich gehört, Leute. Wer war das jetzt? Das da. Was auch immer das ist. Was ist das für eins? Du solltest bald dann. Ja, wir fliegen mal weg. Wir fliegen da mal weg. 20 Damage hat's gemacht. Das ist gar nicht wenig für so einen kleinen, Gröpfer. Boah, Leute, ist das eine Map. Ist der immer noch hinter uns? Die wohnen also an der Ruine. Ist gut, das habe ich verstanden. Wie viel Grad haben wir hier? 16. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Guck mal hier nach Schafen geschwind. Rondole? Boah, Leute, ist das der Hammer da hinten? Guck mal, wir gucken nur mal grob rein. Hier, ne? Jo, das wird noch so ein Traum. Wir sind noch so weit weg von allem, Leute. Es dauert echt noch eine ganze Weile, bis wir hier wirklich an einem Punkt kommen, wo ich dann vielleicht spielen was echt nächstes Jahr Ostern noch, weißt du? Wahnsinn. Warum nicht? Warum nicht? Solange es uns Spaß macht, ist es doch eh wurscht. Ich sehe kein Schaf, das tut mir tierisch leid. Und der Rex, der sitzt im Hinterköpfchen rum. Da ist ein Schubser. Wo ein Schubser ist, da lass dich nieder. Stumpen? Schubser. Wer kommt? Raptoren, Alterle. Da
Da hast du jetzt Glück gehabt, weil die können ja mittlerweile dich auch fixieren auf dem Boden, ne? Wow. Aber kein Schaf. Ich sehe kein Schaf. Aber wo Raptoren sind, das sind natürlich keine Schafe, ne? Hier nochmal ein bisschen geguckt. Ist jetzt auch gerade so ein bisschen durchs Gegenlicht ein bisschen schattig für mich. Du hast auch schon einiges mitgemacht, bestimmt, oder? Hier in dem Eck. So, wir landen mal hier. Da kann, also da müssen wir wirklich mal, Leute, wenn wir Level 100 sind, müssen wir uns hier echt mal eine Tour machen, nur Gebiet anschauen. Eine, zwei Folgen nur. Schön rumfliegen, alles angucken. Bis dahin haben wir auch wahrscheinlich ein sehr ausdauerndes Tier am Start und wirklich mal diese Ecke hier ganz genüsslich uns reinziehen. Was haben wir denn da hinten? Kano? Kano ist jetzt nicht das Problem. Die Kanus sind für mich irgendwie berechenbar, also mit denen komme ich zurecht. Aber ein Schaf finde ich jetzt hier leider keins. Doch, da ist eins, oder? Ne, ist wieder nur so ein Stein. Ey, manche Steine, die erinnern mich wohl an Schafe. Das habe ich jetzt schon gelernt über mich. Siehst du? Hammer. Hammer. Ich gucke mir das alles jetzt gerade so grob nur an, weil ich weiß, dass ich nochmal herkommen will und das wirklich in aller Ruhe mir reinziehen mag. Das wird schön, Leute. Guck mal, das ist alles die Map. Wir können da überall hin. Wir können hier überall hin. Hier, da können wir überall hin, wenn wir wollen. Okay, wir haben noch eine Aufgabe. Ich darf es nicht vergessen. Hier ist denen ihr Zuhause offensichtlich. Das sind ganz viele von denen. Ja, es sind so Geierstellen hier. Aber schade, dass kein Schaf da ist. Gut, ich höre jetzt auf, übers Schaf zu reden. Ich glaube, wir finden uns jetzt damit ab. Aber so bin ich halt, ne? Ich suche mich dann echt hier durch und wurschtel. Kann sein, wir finden eins und der Dinger ist durchgezähmt schon, wenn ich rüberkomme, ne? Dabei hatte ich es ja. Das ist ja das Traurige. Okay, pass auf, jetzt musst du aufpassen. Hier sind nämlich auch noch andere große Tiere. Ich pull uns sonst den ganzen Strand voll mit diesem, Da oben ist der Quetzal wieder. Oh, da ein Alu. Rudelmäßig, ne? Schöne Geschichte. Ist das da hinten ein Terrorbird gewesen oder habe ich jetzt doch noch was gesehen? Wir müssen auch gleich mal irgendwie zwischenlanden. Was ich aber nicht unbedingt hier machen will. Da ist ein Terrorbird, so wie der da humpelt. Auf die freue ich mich ja auch schon. Komm mal hier zwischen die zwei. Zwischen die zwei kannst du. Die werden in Ruhe gelassen. Verständlich. So, Leute. Hier tanken wir jetzt einmal kurz auf. Stego. Hier geht alles so einen gemütlichen Gang und da drüben ist volle Action. Dann fliegen wir jetzt hier runter. Rüber wieder zu unserem Tier. Ja, gucken wir nach ihm, Leute. Müssen wir ja. Und dann hauen wir hier wieder ab. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob er noch dran liegt. Ich müsste eigentlich auch mal gucken, ob der zum Torpor her. Da habe ich nämlich auch nicht drauf geachtet, merke ich gerade. Ich bin noch sehr weit weg vom Meisterzähmer, ne? Ist klar. Ich habe schon wieder irgendwas gehört, Alter, das uns nicht so lieb hat. Dreh dich mal. Ja, flieg einfach weiter. Da vorne kannst du noch mal kurz zwischenlanden. Ganz gemütlicher Blick an den Strand, ob doch noch irgendwo ein kleiner Ovis sich verirrt hat. Nee. Nee. Und nochmal nee. So, großer Moment. Wir gucken, ob da drüben noch alles läuft oder ob wir schon verloren haben. Ob wir den nächsten ranholen müssen. Bei dem rechten Skelett war es, ne? Ja, komm. Ark hat uns jetzt geärgert. Wenn es ein bisschen gnädig gestimmt ist heute, kriegen wir den mit. Wenn wir den Sattel noch haben. Was ist das da unten? Parasaurier oder ein Raptor? Ne, ein Para. Zwei Paras sind immer noch da. Die Schildkröte auch. Die Möwe auch. Gleich mal hier einen größeren Bogen zu ziehen. Die holt mir nämlich noch den letzten Rest aus meinen Taschen. Dann gehen wir hier kurz runter. Der ist weg. Ne, der ist da, Leute. Der ist da. 208er und er gehört uns. Er gehört uns. Gratulation, Leute, es hat geklappt. Jo, wir haben den. Wir haben den. Den fliegen wir jetzt. Wo ist der Sattel? Der Sattel ist auch noch da. Okay, pass auf. Jetzt sollten wir wenigstens gucken, dass wir hier einigermaßen flott wegkommen. Du folgst mir. Das wird jetzt ein bisschen knacki-macki. Aber wie komme ich denn jetzt an den dran hier? Entspann dich, Alterle, du gehörst jetzt zu uns. Du brauchst nie wieder Angst zu haben, außer die Momente... Boah, jetzt ist wieder Voucher live. Transporterle, tu mal gefallen. Ich habe nur Angst vor dem Rex. Ich weiß nicht, wo der rumhängt, ne?
Ja, wir werden es erleben. Ich denke die ganze Zeit, da ist ein. Oh. So, jetzt. Mit F ging gerade nicht. Ich höre was. Leute, ich habe irgendwas. Irgendwas stimmt nicht. Ich bin auf dem Transporter drauf. Wieso eigentlich? Nochmal. Benutze passendes Werkzeug. Nee, ich will doch... Der hängt blöd im Stein drin. Transporter ist doch der hier. Okay, Leute. Kurzer Moment. Ich habe gerade ein Problem, dass der hier so im Stein drin klebt. Ich komme nicht an ihn ran. Okay, dann haben wir nur die Chance. Ich muss sie beide auf Folgen machen. Hoffen, dass er aus dem Stein rauskommt. Jo. Jetzt bin ich drauf auf ihm, Leute. Jetzt fliegen wir erstmal hier ein bisschen in die Luft. Transporter ist da. Wieso kann ich mich ganz drehen mit ihm? Habe ich wieder eine Taste gedrückt? Nee. Ja, der ist gar nicht so viel langsamer. Och Gott, ist das ein tolles Gefühl. Leute. Leute, den gucken wir uns jetzt gleich in aller Ruhe da drüben an. Der ist gut. Der ist gut. Der ist nicht so viel langsamer, wie ich das gelesen habe schon. Jetzt hoffe ich, dass beide hier runterkommen. Ich will den mal kurz hier abstellen. Boah, Leute. Du müsstest jetzt noch kurz anhalten. Das wäre ein Traum. Danke. So, ihr zwei, du hast es möglich gemacht. Boah, steht der stolz dran, oder? Hast du was zum Fressen? Du hast nichts, hast du noch das ganze Fressen drin? Jo, dann gib mal die Hälfte rüber an den Transi. Jetzt habe ich ihn schon wieder Transi genannt. So, bist du eigentlich ein Mädel oder Weib? Habe ich gar nicht geguckt gehabt. Männchen, dann passt's. So, schönes Tier, Leute. Ich muss das Interface kurz wegschalten, da brauchen wir doch jetzt ein Bild. Da brauchen wir doch jetzt ein Bild. Das Tier gehört zu uns. Und jetzt mit K. Wunderschön. Alterle, du musst dich aber so rum hinstellen. Oh, guck mal, wie er den Kopf zu dir geneigt hat. Ja. Ach Gott, bin ich gerade stolz, dass das hinkauen hat. Schön, oder? Leute. Da freue ich mich, dass wir die Aktion gemacht haben. Jetzt kann es losgehen. Ich trenne mich gerade sehr, sehr schwer von dem Gebiet. Das muss ich... Nein, ich habe vergessen, dass ich euch beide... Ich trenne mich so ein bisschen schwer, weil mir gefällt es hier saugut. Da werden wir zurückkommen. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt... Ist das meiner gewesen, der jetzt so geschrien hat? Hey Leute, ist das ein schönes Tier. Ich hab das gar nicht gewusst, dass die so toll aussehen. Jetzt pass auf. Jetzt fliegen wir halt weg hier, ne? Guck mal, wie der läuft. Boah, ist das cool. So, komm Jungs, wir gehen heim. Ich habe schon wieder so eine blöde Möwe gehört, ne? Aber ist alles gut. Jetzt können wir mal gucken, wie es mit der Ausdauer ist, ne? Ich bin auf Speed jetzt drauf. Ich bin auf Speed. Das geht ja gar nicht runter. Das geht ja gar nicht runter, Leute. Der andere ist dabei, ne? Ja, klar ist er dabei. Die nächste größere Plattform machen wir eine Rast. Ja, guck mal, jetzt bewegt sich's erst. Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall toll. Und ich kann endlich so fliegen, ohne dass das Horn mir immer reinlinst. Ich liebe aber trotzdem unsere Stumpen und Rumpen. Oh, ist gewittert. Toll, passendes Wetter, um zurückzugehen in die Highlands. Ja, dann machen wir heute ein bisschen einen kürzeren Clip, Leute. Ich will jetzt keinen Speed-Up machen. Guck mal, wie schön jetzt da vorne die Bucht aussieht. Ich möchte keinen Speed-Up machen jetzt, wieder auf dem Rückweg komplett. Ich mache einen Schnitt, aber ich will mit euch noch ein paar Meter fliegen. Lass uns mal noch ein bisschen rausfinden, was der hier alles kann. Guck mal, wie weit ich jetzt geflogen bin mit dem. Und wie schön das jetzt wird. In Zukunft, wenn ich einen Speed-Up mache mit dem Flieger, habe ich kein Horn mehr drin, dann kann ich diese Ansicht hier nehmen, ne? Du bist noch da und du kannst ja ewig fliegen jetzt, ne? Wenn ich nicht auf dir selber reite. Dann würde ich hier den kurz zum Landen da absetzen. Ja, schön. Ist das toll, die zwei. Guck mal. Alles klar. Ja, und wie der guckt. Ja, die Highlands. Jetzt warten die Highlands auf uns. Also Leute, mal ganz kurz ins Inventar zu ihm. Gewicht 720. War das schon immer? Was ist denn das jetzt? Der kann das aber nicht jetzt herstellen, oder? Leute. Rüstung, Strukturen? Ist das jetzt gerade ein Bug oder kann das Tier das herstellen? Ich bin gerade wahrscheinlich ein bisschen durcheinander.
Ich steig mal kurz ab. Da ist tatsächlich so ein Menü drin. Das hat der nicht. Ja, komm mal her, Alter. Das habe ich nicht gewusst. Ist das Absicht oder ist das ein Bug? Kann der mir hier die Sachen herstellen, die ich jetzt hier sehe? Das ist ja super interessant. Du bist ja ein ganz aufgeregtes Vögelchen, was du alles drauf... Guck mir... Oh, ist das schön! Weibchen, na klar. Die Zuneigung stimmt, Leute. Komm, weiter geht's. So, jetzt drücke ich einmal drauf. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ich werde ihn jetzt ganz ausreizen. Das machen wir jetzt zum Abschluss. Dann machen wir heute halt mal einen kürzeren Clip. Was haben wir denn überhaupt für einen Tag? Ich bin durcheinander gekommen, weil diese Aktion mich so aus dem Konzept gebracht hat. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Was ist denn, wenn ich jetzt K eigentlich drücke, ne? Dann kann ich so nämlich fliegen. Dann kann ich so fliegen und kann die Cap... Oh! Wie sie beide zurückfliegen. Traumhaft. Schönes Tier, Leute. Ein wirklich, wirklich schönes Tier. Braucht man natürlich noch einen zweiten, ne? Ein Männchen. Und da würde ich mir gerne so einen weißen holen. Und die würde ich dann auch gerne einmal Nachwuchs machen lassen. Ich bin sehr, sehr geflasht, wie schön das Tier ist. Ey, soll man ein Voting machen? Habt ihr Bock? Wenn ihr Bock habt, machen wir ein Voting, Leute. Wenn Namensvorschläge kommen, weiblicher Agentavis, machen wir ein kleines Voting. Weil dieser Vogel hat ja jetzt schon wieder eine Geschichte, ne? Ihr wisst ja, dass ich auf sowas stehe. Guck mal, die Hälfte Energie und wie hoch wir fliegen mit dem plötzlich, ne? Also lasst uns ein Voting machen. Namensvorschläge bitte, wenn ihr dabei sein möchtet, in die Kommentare reinschreiben. Einen schönen Namen für unser Agentavis-Weibchen. Das hat nämlich eine Story, wie wir es geholt haben. Da werde ich mich immer dran erinnern, wie ich dann Angst gehabt habe vom ersten Rex, ne? Und so weiter. So, jetzt müssen wir aber irgendwo kurz zwischenlanden. Oh, ist das milchig, wenn man so weit oben ist, ne? Und er hat schon ein Level up nur durchs Fliegen. Guck mal, da drüben waren wir doch recht sicher. Kommt mal mit rüber, ihr zwei. Da sind wir das letzte Mal nämlich auch gesessen schon. Da ist aber... Ist das eine Möwe? Oder ist das eher so ein... Weiß ich nicht. Ja, du musst jetzt zwischen reinfliegen. Nee, das ist, glaube ich, der Liebe. Wir gehen hier kurz runter. Einmal auftanken. Hey, da fliegen wir jetzt fast durch. Jetzt fliegen wir doch zusammen heim. Ich habe mir das gerade überlegt. Das ist die Schildkröte, ne? Die wird am liebsten wahrscheinlich mit uns mitgehen. Gesundheit, Gewicht oder Ausdauer? Ich weiß es nicht. Da lasse ich mich mal beraten von euch. Wie skillt ihr euren Agentavis? Weil der hat ja einen Haufen Gewicht, ne? Und Ausdauer hat er auch nicht schlecht. Ist halt die Frage, was ich mit ihm anstellen will, ne? So, Leute, komm, weiter geht's. Jetzt müssten wir es eigentlich schaffen bis hinter die Lavafelsen. Ich habe es jetzt nicht geskillt. Ich skill's dann. Ich lese mal, was ihr so macht mit euren Agentavis. Das würde mich interessieren, bevor ich jetzt hier irgendwas tue. Schöner Vogel. Lecco Mio, bin ich begeistert von denen. Wahnsinn. Auch guck mal, wie schön die Federn gezeichnet sind. Ich gehe nochmal auf K. Ich gehe mal näher hin. Guck mal, wie schön die Federn zu sehen sind und alles. Und wie die hier mit der Flugbewegung mitgehen, hinten am Schwanz, ne? Am Schwanzansatz. Wahnsinn. Ich habe echt keine Ahnung gehabt, dass die so toll sind. Schön. Ich bin mal gespannt, wie die Weifern hier sind. Wie die aussehen. Die müssen natürlich dann auch nochmal der absolute Knaller sein, schätze ich, ne? Schön, guck mal, die Highlands. Mistwetter. Wir kommen aus der wunderschönen Bucht raus. Der schreit so, gell? Aber ist egal, der darf so schreien. Ey, du schaffst es bis rüber, bis hinter das Ding, hundertprozentig. Die Quetzal, die fand ich auch tierisch gut. So gemütlich lächeln da oben in der Luft rum. Da bin ich mal gespannt, wie die Aktion wird, wenn wir den holen. Jetzt haben wir erstmal ein schönes Transportertier, Leute. Namensvergabe durch euch. Seid ihr überhaupt da? Nicht, dass ich mal zwischendrin wieder die Aufnahme weggedrückt habe und ich freue mich und dann ist alles vorbei, ne? Ja, guck mal, der zieht hier komplett durch, Leute. Hammer. Es hat geklappt. Es hat echt geklappt. Mit allem wieder mit drin. Erst wird uns das Fleisch geklaut, Leute. Dann kommt ein Rex dazu. Dann kriegen wir ihn erst ewig lang nicht, weil er ständig abhaut. Hammer. Wo gehen wir jetzt kurz zwischenlanden? Ah, ist jetzt eine blöde Stelle fürs Zwischenlanden, ne? Obwohl, wir landen da vorne auf dem kleinen Felsen. Bis dahin kommen wir. Nee, doch. Ich lande, oder war da hinten nicht die Dings drauf? Nee, das ist schon lang vorbei. Der Mantis ist damals ins Wasser, glaube ich, kuscht. Weil unser Transporter, der hinter uns herfliegt, der muss nicht zwischenlanden. Der hat volle Energie, wenn ich nicht drauf hocke, ne? So, komm.
Da ist er. Sind alle beide noch da? Uns geht's gut. Unser Trans... Ah. Der Felsen ist nicht fertig designt offensichtlich. Guck mal. Hey, ja gut, die Kleinigkeit über... Die sieht man halt hinweg. So, weiter geht's. Die letzten Meter, Leute. Wir bringen unseren Vogel heim. Am liebsten habe ich es gerade so. So wirkt das Ganze auf mich gerade tierisch gut. Als ob ich selber fliegen könnte. Als ob ich drauf sitze. Ich fühle mich gerade richtig dabei. Ist echt schön. Und ich sehe das so gerne. Ich sehe das so gerne, wie die Federn schön sind. Das Tier ist aber auch schön mit seinem Braun-Schwarz. Ohne Witz, Leute. Hier direkt übers Meer. Der Transporter hinterher. Hey, yo, was geht, Mann? Ist das geil? Toll. Also, leveln tun wir den natürlich. Das wird unser Transport hier. Mit dem fliege ich dann immer so in der Gegend praktisch zwischen Highlands und zwischen dem Wald. Ne? Wenn ich was zu erledigen habe, Schnellreisebett werden wir natürlich öfters nutzen für die Kombis. Ey, die können wir uns morgen anschauen. Der Kombi-Timer ist ja natürlich mitgelaufen. Hey, können wir morgen die ersten Kombis ausbrüten, Sachen vorbereiten für den Wald. Ne? Strukturen, Baumleitern, was wir alles so brauchen. Und dann gehen wir rüber, Leute. Dann gehen wir rüber aufbauen. Tore muss ich mitnehmen und der kann 720 Kilo tragen. Das heißt, ich kriege alles mögliche hier rein. Zaunfundamente, Strickleitern, Tore, Mauern. Wir nehmen schon mal ein paar Sachen mit, wie er um uns rumkleidet. Guck mal, wie er den Kopf zur Seite neigt. Schön, dass wir den gekriegt haben. Freue ich mich sehr drüber. So, komm, die letzten Meter. Und ich bin froh, dass wir aus der Höhle rauskommen jetzt die nächste Zeit. So ein Tier jetzt dann auch noch in die Höhle reinzustopfen, wäre echt schade gewesen. Jetzt ist dann doch die Zeit rum, Leute. Also, dann fliege ich jetzt heim. Morgen machen wir eine kleine Kombi-Runde. Die ersten 6 Eier. Weibchen, haben wir gesagt, nehmen wir in die Zucht mit auf. Männchen werden Namen vergeben. Falls wir nur Weibchen haben, machen wir Hälfte, Hälfte, ne? Schauen wir uns mal an, was überhaupt schlüpft. Und ich weiß den Tag nicht genau, wo ich momentan stehe mit der Vorproduktion, aber dann gehen wir auf jeden Fall rüber in den Wald und dann geht es da gemütlich weiter. An der Stelle noch einmal für euch. So, habt noch einen schönen Nachmittag, Leute, und eine angenehme Woche. Wir sehen uns morgen wieder zur selben Uhrzeit. Bis dann.